So, es ist 0 Uhr. Da unten steht unser Auto. Ja, ich hätte vom Schlafen im Knast den Zettel nochmal lesen sollen. Das war mein Fehler. So, wir packen ins Auto den Mixer, haben wir nur einen Mixer noch übrig? Okay. Der war so schwer. Sieht mich hier jemand? Gott, das wird zu knapp. Alter, was kommt denn da für eine Musik? Super, den muss ich tragen. Wie kacke ist das denn? Komm, leg ab das Ding. Steck mal das Handy und das Geld ein. Also, es nimmt sich selbst nicht ernst. Das Spiel nimmt sich selbst nicht ernst. Wir haben Klamauk-Musik gehört, als wir gerade eingebrochen haben. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke fürs Reinschauen, Schattenwolf. Dann ist das kein Spiel für dich. Kann man ja akzeptieren. Muss ja nicht jedem alles gefallen. Ich meine, ich finde Starfield auch cooler. Aber kostet ja auch ein bisschen mehr. So, wir fahren mal ins Versteck, bevor die Polizei rufen. Ich will nicht noch, also eigentlich will ich noch mal in den Knast. Wo haben wir das Zeug? Das ist im Auto. Gut, war ein Mixer, was wir noch im Auto hatten. So, den Mixer da rein. Wieso hat er jetzt eigentlich so ein Problem mit den Handys? Die beiden Sachen kennt er nicht. So, wie viel Geld haben wir dort angelegt? Wow. Da gab es wohl nochmal Zinsen. Wir können uns die Schaufel leisten. Die Brechstange ist auch wieder käuflich verfügbar. So, davon haben wir zwei. Wieso haben wir gar keine Brechstange mehr? Haben sie mir die abgenommen?
Ich kaufe mir jetzt eine Schaufel. Eine Brechstange, die dann wieder ausverkauft ist. So, und dann gehen wir gleich mal hier buddeln. Wo war die Stelle? Ach, Spiel. Hier war doch eine Buddelstelle. Warum zeigt er mir die jetzt nicht mehr an? Da. Ich habe diese Unterkunft zu einem großen Rabatt bekommen. Anscheinend ist der Besitzer bei einem Feuer gestorben und hier passieren einige seltsame Dinge. Wie auch immer, es dient als Versteck für den Fall, dass Scheiße am Dampfen ist. Lass mich raten, da haben wir ein Feuerzeug. Ne, ein USB-Stick. Okay. Habe ich es wieder abgeschlossen und nun bleibt es hier stehen. Ausgegraben. So, für das hier gibt es keine Verwendung und für das gibt es keine Verwendung. Dann haben wir noch einen USB-Stick. Irgendwie müssen wir wieder in den Knast. Ich will den Paketcode. Nee, Darkest Noir, heute kein Starfield, kommt morgen wieder. Oder übermorgen. Ne, also eigentlich finde ich es ganz knuffig, das Spiel, so von der Art her, also wie es ist. Also was man alles machen kann und so, aber es ist halt, ich weiß, es ist ein zweischneidiges Thema. Aber es spielt ja nicht nur ich, es spielen ja auch andere. Richtig, nein, also es ist halt die Thematik. Du kannst hier alte Leute auf der Straße mit Taschendiebstahl beklauen, du brichst ein, das ist halt so ein. Ich werde es hier auch weiterspielen, so als YouTube-Projekt. Deshalb kann ich es nicht, oder deshalb werde ich es nicht jeden Tag spielen, aber immer wieder mal. Bis wir halt irgendwann durch sind. Dann bei mir YouTube-Projekte so an sich. Sonst platzt irgendwann meine Platte auseinander, weil ich das ganze Spiel auf der Platte habe. Merry freaking Christmas! Ja, Servus, ich möchte gern alles verkaufen. Das hier bringt 100. Der Empfänger 75 und der USB-Stick 150. Keine Ahnung, was da drauf ist. Vielleicht habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Vielleicht muss ich irgendwann den USB-Stick nutzen, um die Daten darauf auszuwerten. Wer weiß. So, hier wohnt also der Kollege.
Bei dem wir was im Haus verstecken sollen, ohne Spuren zu hinterlassen. Ich kapiere das nicht ganz. Das heißt auf Englisch Keys, was die Übersetzer mit Tasten übersetzt haben, anstatt mit Schlüssel. So, uns fehlt auch nicht mehr viel zum Level Up. Ich mach gar nichts mehr mit Sim Racing. iRacing habe ich auslaufen lassen. Ich bin da raus. Ich habe es aufgegeben. Es kostet sehr viel Zeit, es kostet sehr viel Anstrengung, es ist nicht gut für meinen Rücken. Und unterm Strich ärgere ich mich mehr, als ich mich freue. Weil dir irgendein Idiot immer in die Karre fährt. So. Also er ist die meiste Zeit im Schlafzimmer nachts. Das könnte man nutzen. Und angeblich ist er von 16, 17 und 18 Uhr außer Haus. Das haben wir allerdings festgestellt, dass das nicht ganz stimmt. Ja, GTA ist auch nicht besser von der Thematik her. Da klaust du auch Autos, erschießt Leute. Hier erschießt du wenigstens keinen. Also noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja noch. Hui. Also zumindest kann man Leute betäuben. Was dann da im Garten stehen. Ja, die Brutalität kommt noch. Du kannst Leute niederschlagen und Leute betäuben. Aber ja. Bei GTA knockst du sie auch aus und liegst so um. Also von daher, und es gibt ja auch sehr viel GTA-Rollenspieler. Also ich finde an dem Spiel jetzt gegenüber GTA nicht wirklich was schlimmer. Von der Thematik. Es ist halt, ja, es ist halt wie immer. Es gibt immer Leute, die sich an irgendwas stören. Es gibt ja auch Leute, die mich, wenn ich ein Jagdspiel spiele, als Tiermörder bezeichnen. Und wenn ich Big Ambition spiele, was hat der eine gesagt, was ich wäre? Irgendwas mit Zwangsarbeit würde ich machen. Oder ich Kapitalist oder keine Ahnung. Oder warum ich Leute mit Teilzeit nicht nehme. Ausbeuter, genau. Weil ich eine Wirtschaftssimulation gespielt habe. Also es gibt bei allem irgendwas. Genau. Es gibt bei allem was, wo sich irgendeiner dran stört. Sehr krasse Animation. Es gibt noch ein Day One Patch. Ich bin eine Woche vor Release. So, wir könnten da unten auch noch mal buddeln. Also es gibt noch ein paar Stellen, wo wir buddeln können. Die können wir auch auf der Karte suchen. Ich meine, da unten in dem einen Park war noch was zu buddeln. Ich glaube hier.
Da. Haben wir ein Funkgerät gefunden? Brauchen wir das jetzt nicht mehr kaufen oder können wir das Funkgerät verschabeln? Und dann hatten wir noch da hinten was entdeckt. Wobei wir können erstmal wieder Geld einsammeln gehen. Was stöhnt denn der Nachbar darum? Will ich wissen, was der macht? Ich brauche hier eigentlich gar nicht mehr reingucken. Wenn spawnt hier ein Taschenrechner. Alle 2 Tage. Darf ich den Hasen mitnehmen? Oder die Schuhe? Ey, die Wanduhr. Wir haben die ganze Zeit die Wanduhr hängen lassen. Wie blind kann man denn sein? Die sehe ich gerade zum ersten Mal. Heute hören die Leute nicht gut. Krankheitstag und so. So, um 17 Uhr geht der wieder. Und bis dahin können wir da hinten, glaube ich, noch ein Loch ausheben. Da ist doch auch irgendwo eine Schaufel da. Bin ja mal gespannt, ob ich da irgendwann einen Leichnam ausbuddel, den die Mafia da verscharrt hat. Elektrische Zahnbürste. Eieieiei. Was die Leute da nicht alles verbuddeln. So, wir packen die elektrische Zahnbürste. Das Funkgerät. Den Rechner und die Wanduhr mal hier rein. Genau. So sehe ich es auch, dass ein Spiel ein Spiel ist und nur weil man Ego-Shooter spielt, heißt das noch lange nicht, dass man real genauso ist. Da müssten wir ja alles verbieten, nur weil man das nicht mag, kann man andere nicht verurteilen. Das stimmt, ja. Meine Einstellung. Computerspiel ist Computerspiel. Es gibt Sachen, die gefallen mir, die spiele ich. Und es gibt Sachen, die gefallen mir nicht, die spiele ich nicht. Punkt. Starfield könntest du theoretisch auch verbieten. Weil du auf Leute schießt. Sind zwar Piraten, aber hey, du kannst ja auch ein Böser sein. Du kannst Weltallpirat werden.
Da hätte ich auch mal Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So einen Weltraumpirat zu spielen. Guck mal, da geht wieder einer. Wie wir den hier ausräumen sollen, bin ich auch noch am Überlegen. Da gebe ich dir auch recht, Strike. Es gibt Spiele, die ich auch nicht spielen würde. Dieser seltsame Shooter Priest Simulator oder wie der hieß. Wo du als Vampirpriester Feuerbälle durch die. Das habe ich hier angezockt. Ich glaube, 3 Minuten hat man angezockt gedauert. Dann habe ich es aus. Habe ich gesagt, nee, lass mal gut sein. Machen wir mal aus. Brauche ich nicht, sowas. Guck mal, da steht auch ein Müllcontainer, wo man sich verstecken kann. Ja, das hat mir auch nicht so gefallen. Und trotzdem gibt es Leute, die das halt spielen und sagen, ist ein Spiel. Kann ich verstehen. Passt. Habe ich eigentlich noch freie Kameras? Natürlich habe ich noch eine freie Kamera. Habe ich schon. So, der ist angeblich gerade nicht zu Hause. Kann aber auch gelogen sein. Ich darf ja nix, ich darf ja nix verändern. Ja, wo soll ich denn das verdächtige Paket platzieren? Ich wäre dankbar für einen Hinweis. Alter, ich will jetzt nicht telefonieren. Two more things, kind sir. I need a photo of the kitchen in 105. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Der kommt gleich heim. Schafft. Holy moly. Ist immer der gleiche. Was macht denn der? Im ganzen Block laufen. Bin am Überlegen,
Mach ein Foto von der Küche in 105. Wo ist denn 105? Ich würde mir halt wünschen, wenn wir irgendwie eine größere Karte hätten. Also ich meine, ich vermisse hier noch eine Umgebungskarte. Ach, das ist der Laden. Wie komme ich in dem seine Küche? Ja, ich glaube, wir müssen erstmal wieder Geld in Sicherheit bringen. Wir haben 1148. Geht jetzt immer schneller mit der Kohle. Je mehr Sachen wir können, umso schneller geht's. Weil wir immer wertvollere Dinge rausholen. Weekly. Make sure to check it out. Ja, es gab so einen Boom-Simulator oder so ein, wie hieß denn der andere? Wo man Obdachloser war. Das waren komische Spiele, so mit Straßenschlägerei, du musst einen gewissen Alkoholpegel halten. Das war ein bisschen grenzwertig. Hat mir ein Video gereicht, was ich dazu gesehen habe. Mehr musste ich dazu nicht wissen. War nicht meins. Bin ich gerade übers Auto gelaufen? Mit immer Dollar. Nein. Wobei, die Schaufel brauche ich nicht. Die Schaufel brauche ich nur, wenn ich was zum Ausgraben habe. So, haben wir irgendwas komplett. Mixer, Topf, Toaster fehlt noch. Also, No-Name-Kopfhörer habe ich doch mit Sicherheit schon 3 oder 4. Was wollen die denn von mir? Sind das andere Farben? USB-Stick 16 GB, wollen die mich verscheißern? Hatten wir doch auch schon. Generator, Wasserpumpe, Räder. Ich sehe schon kommen, dass wir irgendwo. Dass wir irgendwo Räder abmontieren in der Garage. Wir zahlen alles ein.
Wir haben noch kein Schmuckwerkzeug, wir haben aber auch noch keinen Schmuck gefunden. Da knattert so die schwarze Katze. So, Elektronik, wann haben wir sowas hier, damit man Action reinkommt hier? Elektronik, das hier sind leise Sohlen oder Beweglichkeit, da können wir klettern. Wahrnehmung, Rucksack, Safe knacken. Müssen wir Level 8 sein für? Wollen die mich verscheißen? Also das ist ein Skillbaum, wo ich sage, ich habe ja gar keine Wahl. Wenn ich Level 5 werde, kriege ich einen Punkt. Wo stecke ich den wohl rein? Hier. Und dann kann ich, wenn ich Level 8 bin, hier einen Punkt reinstecken. Also da hätte ich mal ein bisschen mehr Freiheit gewünscht. Das heißt, ich muss mit Level 6 das, mit Level 7 das, mit Level 8 das, mit Level 9 kommt dann das, dann das mit Level 10 oder Autodiebstahl. Also das ist schon sehr durch die Stufenabhängigkeit, also dass du nicht nur einen Skillpunkt brauchst, sondern dass du auch Stufen dafür brauchst, machst du das schon sehr der Reihenfolge nach bis zum Ende. Da brauche ich dann auch kein Skilltree mehr, wenn ich eh keine freie Wahl habe. Das mal so als Kritik.